Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es kam vermehrt die Nachfrage zu einem Video zum Thema Muskelaufbau und genau das bekommt ihr jetzt. Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Formen des Muskelaufbaus. Der eine ist die Hyperplasie, das ist die Vermehrung der Muskelfasern. Allerdings ist das nur in der Embryonalzeit oder unter Einfluss von Wachstumshormonen möglich und kann daher mit dopingfreiem Krafttraining nicht ausgelöst werden. Der zweite Weg ist die Hypertrophie, das ist die Verdickung der Muskelfasern im Muskelfaserbündel. Und das sogenannte Hypertrophietraining führt zur Verdickung bzw. Anpassung der Muskelfasern an immer größere Widerstände. Und somit ist die Hypertrophie durch Krafttraining auch die einzige Möglichkeit, aktiv ohne Doping die Muskeln zu vergrößern. Um diesen Prozess richtig zu verstehen, schauen wir uns erstmal an, wie ein Muskel überhaupt arbeitet. Ein Muskel ist ein Muskelstrang, der aus vielen Muskelfaserbündeln besteht. Diese sind unterteilt in mehrere Muskelfasern, die Myofibrillen enthalten. Dort gibt es Abschnitte, die Sarkomere heißen. Diese enthalten Myosin- und Aktinfilamente, die die eigentliche Kontraktionsarbeit des Muskels leisten. Dabei ziehen sich Aktin und Myosin zusammen und leiten dadurch eine Verkürzung, also die Kontraktion des Muskels, ein. Aber wie schafft man es nun, Hypertrophie durch Training auszulösen? Durch Krafttraining bzw. Widerstandstraining mit Gewichten entstehen kleine Mikrotraumata. Das sind kleine Verletzungen in den Muskelfasern, wenn der Muskel an sein Limit gebracht und durch hohe Intensität gereizt wurde. In der Regenerationsphase kommt es zu einer Verdickung der betroffenen Muskelfasern und somit wächst das Gesamtvolumen des Muskels. Der Muskel wird durch diese Reparatur stärker und leistungsfähiger. Deshalb muss er beim nächsten Training stärker gereizt werden, damit wieder eine Anpassung geschieht. Welche Rolle spielt eigentlich die Intensität für den Muskelaufbau? Entscheidend für kleine Verletzungen in den Muskelfasern, um letztendlich Hypertrophie auszulösen, ist die Intensität des Widerstandstrainings. Bei zu geringer Intensität wird der Muskel nicht ausreichend gereizt und er hat keinen Grund, sich anzupassen. Die Belastung muss den Muskel fordern und ihn an seine Leistungsgrenzen bringen, damit die Muskelfasern verletzt werden und somit stärker wieder aufgebaut werden können. Je intensiver, desto stärker ist der Muskelwachstumsreiz. Den nächsten Punkt, den viele als entscheidenden Faktor sehen, ist die Wiederholungsanzahl. Allerdings spielt die Anzahl der Wiederholungen eine viel kleinere Rolle, als die meisten denken. Das Training im niedrigen Wiederholungsbereich, also alles unter 4 bis 5 Wiederholungen, steigert eher die Maximalkraft. Und das Training im hohen Wiederholungsbereich, also alles über 15 Wiederholungen, steigert eher die Kraftausdauer. Studien allerdings belegen, dass mit wenig Gewicht und hohen Wiederholungszahlen sowie hohem Gewicht und geringen Wiederholungszahlen gleichermaßen Reize für den Muskelaufbau gesetzt werden können, solange mit entsprechend hoher Intensität trainiert wird. Ein ausschlaggebender Punkt für den Muskelaufbau ist die Trainingshäufigkeit. Das bedeutet die Anzahl der Trainingseinheiten pro Woche. Während des Trainings ermüdet man und die Leistungsfähigkeit wird gemindert. Daraufhin erfolgt die Regeneration, also die Erholungsphase, in der die Leistungsfähigkeit wiederhergestellt wird. Nun kommt es zur sogenannten Superkompensation und das ist die Anpassung über das Leistungsniveau hinaus. Dies geschieht nur, wenn der Reiz überschwellig war, das heißt eine Anpassung ausgelöst hat. Der höchste Punkt der Superkompensation ist der beste Zeitpunkt für das nächste Training. Erfolgt dann ein neuer Reiz, wird das Ausgangsniveau auf ein höheres Leistungsniveau verschoben. Da der höchste Punkt der Superkompensation bei jeder Muskelgruppe nach einer anderen Zeitspanne erfolgt, ist es schwierig, diesen genau zu treffen. Allerdings sagt man, dass dieser zwischen 24 und 72 Stunden liegt. Und umso höher das Leistungsniveau ist, desto schneller regeneriert der Muskel. Neben der Quantität ist auch die Qualität der Bewegungsausführung wichtig. Und das bedeutet, ob die Übung technisch einwandfrei ausgeführt wird. Das ist nicht nur für die Verletzungsprävention von Bedeutung, sondern auch für die Effektivität des Trainings. Durch Ausweichbewegungen oder unsaubere Technik bei den Übungen wird der Zielmuskel nicht optimal angesprochen und die Trainingseffektivität sinkt. Ebenso entscheidend für den Muskelaufbau ist die Übungsauswahl. Dazu kommt aber nochmal ein separates Video. Der Punkt, der immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist das Bewegungsausmaß oder auch Range of Motion bzw. ROM genannt. Die Range of Motion beschreibt die Schwingungsweite, mit der Bewegungen ausgeführt werden. Am besten für den Muskelaufbau ist, wenn man über die volle Range of Motion trainiert und den Muskel über die komplette Kontraktionsstrecke belastet.
heißt maximale Dehnung bis zur maximalen Verkürzung. Viele Studien belegen, dass die Muskeldehnung unter Last eine große Auswirkung auf das Muskelwachstum hat. Außerdem senkt es das Verletzungsrisiko und steigert die Beweglichkeit. Nicht zu vernachlässigen ist die Regeneration, denn der Muskelaufbau erfolgt eigentlich in der Phase nach dem Training. Dem Körper muss Zeit zur Regeneration, also Erholungsphasen, gewährleistet werden, um Muskulatur aufzubauen, bevor der nächste Trainingsreiz gesetzt wird. Ein weiterer Faktor für einen erfolgreichen Muskelaufbau ist zum Beispiel Kontinuität. Dauerhaftes und regelmäßiges Training sind das Nonplusultra im Kraftsport. Es ist besser, viermal die Woche eine Stunde zu trainieren, als einmal die Woche 4 Stunden am Stück. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Progression, das heißt die Steigerung von Gewicht und/oder Wiederholungen. Dadurch wird nämlich eine Kraftsteigerung sichergestellt und ebenso ein Zuwachs der Muskelmasse. Kommen wir noch zu einem der wichtigsten Faktoren, der leider sehr häufig vernachlässigt wird, die Ernährung. Der Körper muss sich in einer anabolen Phase befinden, damit das Muskelwachstum stimuliert wird. Dies kann nur erreicht werden, wenn dauerhaft eine positive Energiebilanz herrscht. Die Energieaufnahme muss daher konstant höher sein als der Energiebedarf. Die Kombination von Krafttraining mit einem leichten Kalorienüberschuss verstärkt den anabolen Effekt. Kommen wir mal zur groben Makronährstoffverteilung. Allerdings könnte man dazu auch noch ein separates Video machen. Ich schneide das jetzt hier aber nur kurz an. Der Körper braucht für den Muskelaufbau die richtigen Bausteine und das sind in dem Fall vor allem Proteine. Muskelgewebe besteht nämlich in erster Linie aus Proteinen. Daher ist die Empfehlung 1,4 bis 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Der zweite Makronährstoff sind die Kohlenhydrate. Die Energie, die der Muskel beim Training benötigt, stammt aus ATP und das wird in erster Linie aus Kohlenhydraten gewonnen. Die Mengen an Kohlenhydraten pro Tag variieren sehr stark, deswegen können 3 bis 7 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag als grobe Orientierung genommen werden. Der dritte Makronährstoff sind Fette und ist auch der energiereichste Nährstoff. Daher ist unser Depotfett auch der größte Energiespeicher in unserem Körper. Viele haben Angst davor, von Fett fett zu werden. Allerdings hat das nichts mit dem Makronährstoff Fett zu tun, sondern nur mit einem Kalorienüberschuss. Unser Fettkonsum hat sogar einen Einfluss auf die Testosteronsynthese und ist damit essentiell für Muskelaufbau. Unser Fettbedarf sollte hauptsächlich mit ungesättigten Fettsäuren gedeckt werden, da gesättigte Fettsäuren und Transfette unsere Blutfettwerte negativ beeinflussen. Empfehlungen liegen bei ca. 1 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Ein weiterer Faktor, der sich um die Ernährung dreht, ist das Meal Timing. Dabei geht es nicht darum, was gegessen wird, sondern wann gegessen wird. Im Idealfall werden dabei leicht verdauliche Proteine und Kohlenhydrate um das Training herum gegessen und schwer verdauliche Fette eher gegen Abend, da sie wie gesagt die Verdauung verlangsamen und deshalb nicht ums Training herum gewünscht sind, da dort der Körper ausreichend Kohlenhydrate und Proteine für den Muskelaufbau benötigt. So, das war es jetzt erstmal zum Thema Muskelaufbau. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Falls ihr wollt, dass ich auf einzelne Faktoren nochmal genauer eingehe, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ebenso, wenn ihr weitere Videowünsche habt oder Anmerkungen, darüber freue ich mich immer sehr. Lasst einen Daumen hoch da und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.